Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Warum befinden wir uns hier zusammengestaucht in einer klitzekleinen Besenkammer? Weil die gute Sigiri hier sitzt und wir mit ihr sprechen möchten, um die Heldenmission weiter voranzubringen. Sie ist bisher ein sehr interessanter Charakter, über den wir noch nicht allzu viel wissen. Wir wissen nicht mal, ob sie überhaupt ein Mensch ist oder ein Android oder ein Roboter oder keine Ahnung was. Aber wir haben einen Auftrag bekommen, und zwar sie in Richtung Kolonie 0 zu überführen, wo sie von ihrem Möbius erwartet wird. Und ja, mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Also, let's go, Sigiri. Sobald das weitere Vorgehen in Bezug auf den vorgeschlagenen Austausch feststeht, erwarte ich euren Befehl zur Abreise. Ja, den Namen Sigiri, den hat Senna ihr beim letzten Mal gegeben, in der Hoffnung, sie damit vielleicht ein bisschen menschlicher werden zu lassen und ein bisschen mehr auf emotionaler Ebene auch zu ihr durchzudringen. Ob das gelungen ist, ja, schwierig einzuschätzen. Wir werden sehen. Wait, are you serious? You really trust that console? Of course I don't. Not entirely. I know it could be a trap as well, but still. If, and this is a big if, okay? If he was telling the truth earlier, then we won't have to fight with Sigiri and her friends. And more importantly, I'm sure there are people waiting for her there. So, for all those reasons, I thought... Well, either way, things can't stay like this forever. Rather than make speculation after speculation and do nothing, you want to set something in motion. It's also possible, if unlikely, that we might be able to talk it through. All right. Can you tell us where Colony Zero is right now? Atia region, Capricorn Peak. Huh? Wait, isn't that... That's where we fought against those guys, ain't it? The point where Colony Zero is stationed is located even further in. That explains why you were lying in wait for us there. However, the geographical feature called the Noclea Mire is located en route. Entering it is predicted to have severe negative impact on your biological processes. Then how do you guys get through? A Pharaon's environmental hazard resistance can temporarily neutralize poisonous materials. What's a Pharaon? Oh, is that the thing you were riding inside? Affirmative. Consequently, traversal through the afflicted area will necessitate retrieval and refurbishing of the abandoned Pharaon suit. We can ask Riku to fix it up. Will that be okay with you? No objections. Oh, if Riku must, we'll not leave friends in lurch. All right then. Just be patient for us a little while longer, okay, Sigiri? Compliance. Bekommen wir dann auch so ein Pharaon? Oder müssen wir da selber zu Fuß durchlatschen? Also es wird ja schon irgendwie so gestrickt sein, dass wir da halbwegs gesund auch durchkommen. Na, wir werden sehen. Auf jeden Fall finde ich, dass diese Heldenmission bisher sehr interessant ist. Einfach, weil sie als Charakter interessant ist und weil sie uns in eine undefinierbare Kolonie bringen wird, die wahrscheinlich nicht so vergleichbar sein wird mit denen, die wir bisher gesehen haben. Aber mal gucken. So, mir ist übrigens noch was eingefallen. Und zwar, warte mal, ich mach mal hier alles wieder an. Hier kamen wir seinerzeit nicht durch, das habe ich in der Nachbearbeitung des Videos gesehen, weil dort stand, wir müssen erstmal zur Kolonie Sigma, hieß die, ne? Und da sind wir jetzt schon gewesen. Ich will jetzt nur mal ganz kurz abchecken, ob dieser Bereich jetzt eventuell begehbar ist. Das war jetzt aber nicht der Bereich, wo wir tatsächlich auch hin müssen, ne? Nee, das war hier, genau, da, wo wir ihren Pharaon gefunden haben. Jetzt haben wir wenigstens auch einen Namen dafür. Aber ich wollte hier nochmal vorbeischauen. Ich gehe irgendwie eigentlich davon aus, dass die unsichtbare Barriere dort immer noch besteht, solange bis uns irgendwann mal ein Marker dorthin geleitet oder offen ausgesprochen wird, dass hier im Anfangsbereich irgendwie unser Ziel sein wird. Aber rein von der Ingame-Beschreibung müsste jetzt hier eigentlich was anderes stehen. Ne, ich komme durch. Okay, cool. Ich bin gerade... Oh, warte. Piula Weg.
Ich bin gerade sehr, sehr froh, dass mir dieses Detail aufgefallen ist. Mega. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Nicht, dass das eventuell sogar der richtige Weg ist, weil wir laufen gerade straight auf das rote Ausrufezeichen zu. Wobei da, wo ich beim letzten Mal den Part beendet habe, da ist es eigentlich wahrscheinlicher. Wobei, guck mal, die Wege führen hier zusammen. Cool. Ich habe so eine Art quasi Shortcut damit freigelegt. Jetzt muss ich nur wieder aufpassen, wo ich hier den Break mache, damit ich nicht zu weit vorpresche, weil Heldenmission muss auf jeden Fall vor der Hauptmission kommen. Können wir unterwegs sogar einen kleinen Schubab eventuell noch mitnehmen. Warum sehe ich denn das rote Ausrufezeichen nicht? Müsste das nicht irgendwie sich vor mir erstrecken oder ist das noch zu weit weg? Ich weiß es nicht mehr. So, genau. Hier bin ich beim letzten Mal nämlich schon grob hingelatscht. Hat sich das Ausrufezeichen verschoben? Nee, ich habe hier den Break gemacht, weil das zum Fragezeichen führte und ich nichts Neues beginnen wollte zum Ende der letzten Folge. Okay, warte, ich bin ein bisschen verwirrt, aber eigentlich ist die Karte nach wie vor völlig okay. Auch für Orientierungskrüppel wie meiner einer. Und immer wenn ich das Gefühl zulasse, dass das hier kompliziert ist, oh, warte, hier gehe ich jetzt nicht weiter, dann denke ich einfach an Berg Wallach. Und dann weiß ich, was complicated bedeutet. Wobei ich mir hier vorstellen könnte, dass das Ausrufezeichen eher da oben ist. Ja, wenn die das hier einblenden würden, dann würde ich das ja auch ein bisschen besser einordnen können. Aber es wird ja hier nicht angezeigt. Keine Ahnung, was das soll. So, warte mal. Ich glaube, es macht jetzt eventuell mehr Sinn, jetzt erstmal hier hinzugehen, bevor ich mich da unnötig mit stresse. Weil wenn das abgeschlossen ist, dann kann ich mich da in Ruhe im Norden austoben. Fange dann mit dem Fragezeichen an und gehe weiter zum roten verschwundenen Symbol, wenn ich es irgendwann nochmal ausfindig machen kann in diesem Leben. So, Morsula Mück, ihr seid jetzt gerade keine Priorität. Wir müssen nämlich eine gewisse Sigiri wieder fit machen, damit sie uns in ihre Kolonie geleiten kann. Und da stelle ich mich, wie gesagt, schon auf den Möbiuskampf ein. Auch wenn einige Leute aus unserem Team scheinbar wirklich glauben und optimistisch sind, dass man da noch verhandeln könnte. Aber mal gucken. How does it look, Riku? Can you get it in working order? It looked like problem mostly cosmetic. Riku have it working in no time flat. And ready. Riku proud of own handiwork. And how does it look to you? Can you still use it? Power lines clear. All sensors online. Varen unit number 7, fully operational. That sounds good. Are you ready to guide us? Understood. Designating route. Oh, Sigiri hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Das ist prinzipiell erstmal gut. Nur, jetzt werde ich hier wahrscheinlich eine Weile, oh, hinterher trotten müssen. Du hast ein Spezialtalent von Sigiri gelernt, Umweltimmunität. Du kannst nun Oberflächen unbeschadet überqueren, die dir normalerweise Schaden zufügen würden. Toll, hätte ich mir den Stress im unteren Magdawald gar nicht machen müssen, mit dem ganzen plörren Gebiet, was mich damals so gefrustet hat. Aber cool, dass es das gibt. Umweltimmunität, ein Spezialtalent, das du von Sigiri gelernt hast. Du nimmst an entsprechenden Stellen jetzt keinen Giftschaden mehr. Was heißt denn entsprechenden Stellen? Also da, wo Gift ist, oder? Oder ist das nur hier auf die Schneewelt, sage ich mal, begrenzt? Auf den Kaptokorn-Gipfel, wenn wir es ganz genau nehmen? I don't know. So, aber jetzt gucke ich mal kurz eben auf die Karte, weil eigentlich... Ah, jetzt kommt die ominöse Sackgasse ins Spiel. Da, wo ich beim letzten Mal stand und mich gefragt habe, was das soll. Dieser Ort mit der wunderschönen Aussicht. Ist da irgendwie eine unsichtbare Kolonie? Vielleicht kommt da irgendwie eine Brücke, die ins große Weite hinausführt. Hazardous elements will be neutralized. That sounds good, I think. Ja, von den Gegnern sind wir jetzt trotzdem nicht gefeit, aber von denen kann man ja abhauen. Ja, das ist alles gerade mega spannend. Ich hätte das aber irgendwie noch zielführender gefunden, wenn die den Giftteich hier so groß überdimensioniert aufgebaut hätten, dass man da gar nicht hätte durchkommen können. Welcome, friends. I've been hoping you would come.
We've brought your soldier as you asked. So what now? Number 7 seems uninjured. Thank you for this magnanimous measure. As promised, Colony Zero's order to eradicate Ouroboros will be rescinded. You have my word that we will never again darken your doorsteps, figuratively speaking. Talk is cheap, man. Oh, I assure you, the soldiers of Colony Zero are most faithful. They would never disobey an issued order. What's more, I personally have nothing but the deepest respect for you all. After all, you did tend to my dear Number 7 and brought her back to me unscathed. I offer you my sincere, heartfelt thanks. Yeah, all right. This doesn't sit right with me. Oh, I've just had the greatest idea. Number 7, you and our guests have traveled long and far to arrive here. Why don't we introduce them to the rest of the Colony Zero personnel? Compliance. I think we're actually fine. Nonsense, no need to be shy. We need to tie a bond of trust between us, and where better to start than with a round of introductions? Sagiri, are you all right with that? The Consul's word is absolute. Number 7 does not have the prerogative of choice. Number 7, show your face to everyone. I'm sure they'd like that. Number 4 has also been worried about you. Yes. Number 4? Number 4 is Number 7's right-hand man. With Number 7 absent, he had to take over the reins instead. He means like being an aide, then. Sagiri, does that make you the commander? Parts of the definition appear discrepant, but on the whole, there are no major issues with that denomination. You could have told us, you know. I have no record of the fact being queried. You noticed it too, right, Dion? Yeah, and I can't make sense of it. The Consul's attitude is one thing, but more importantly... The Pharaonis. The one thing a colony needs, and there's no sign of it here. Or maybe... Maybe it's just something completely different from the colonies we know. A special unit under direct Mobius command. Were we too hasty coming here? For Senna's sake, for that girl she trusts, let's hope not. Sehr merkwürdige Kolonie. Also, ich hätte ja auch ein mulmiges Bauchgefühl. Keine Ahnung, was man davon halten soll. Aber ich bleibe bei der festen Überzeugung, dass es hier am Ende auf den Kampf hinausläuft. Wo ist denn jetzt der nächste Marker? Genau in der Mitte. Beziehungsweise muss ich wahrscheinlich mit irgendeiner bestimmten Person sprechen. Die Frage ist nur, mit wem. Ich tippe ganz stark auf Nummer 4 oder auf den Konsul. Ich fange mal mit dem Konsul an, auch wenn ich Gefahr laufe, jetzt die Ereignisse hier weiter voranzubringen. Nummer 7. Bitte zeige allen, dass du unverletzt bist. Beruhige sie. Ich fände es auch wundervoll, wenn ihr, die Ouroboros, die Kolonie besichtigen würdet, um sie besser zu verstehen. Ich meine, alles, was er sagt, ist halt ultra nett, ne? Es gibt aktuell, mal abgesehen davon, dass er ein Konsul ist, eigentlich keinen Grund, anhand seiner Worte an ihm zu zweifeln. Aber die Musik, die da im Hintergrund halt auch die ganze Zeit lief, ne, die hat auch so ein beklemmendes Zweifelgefühl in einem ausgelöst. Du bist also wirklich zurück, Nummer 7? Als der Bericht kam, konnte ich nicht glauben, was ich hörte. Es ist jedenfalls Nummer 4, um den man sich Sorgen machen muss. Er verhält sich merkwürdig. Du solltest mit ihm reden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Sinneswandel, wenn die überhaupt sowas wie einen Sinn haben, eintritt in dem Moment, wo der Konsul uns angreift und uns in den Rücken fällt. Und dann Sagiri und vielleicht auch Nummer 4 erkennen, dass der Konsul halt nicht das Vorbild ist, dem man hinterherlaufen sollte. Nummer 7, oh, was für eine Erleichterung. Ich bin so froh, dass du am Leben bist. Nummer 8 und Nummer 10 waren auch krank vor Sorge. Sie sind auf einer Mission, aber sie werden sich freuen, wenn sie zurück sind. Aber was machen wir jetzt? Niemand hat etwas bezüglich einer neuen Mission gehört. Genau, einfach mal chillen. Das machen die Menschen manchmal so, wenn sie ein bisschen Freizeit überhaben. Kann ich euch nur empfehlen. Fühlt sich gut an. Nummer 7. Hey, was bedeutet das alles? Wieso bist du mit dem Feind unterwegs? Wurde der Auslöschungsbefehl wirklich aufgehoben? Oh, es tut mir leid. Ich weiß, es bringt nichts zu fragen. Die Befehle kommen eh vom Konsul. Ich werde dem Befehl folgen, aber wenn irgendetwas passiert, werde ich dich um jeden Preis beschützen.
Das ist schon mal gut. Weiß der Konsul eigentlich, dass wir... Also, dass Sigiri in diese missliche Lage gekommen ist, weil wir gegen die gekämpft haben? Der wird das bestimmt später so als Rache verkaufen, dass wir sie ja nicht beschützt haben, sondern dass wir schuld sind, dass sie überhaupt erst in Gefahr gebracht wurde oder irgendwie so. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, warte mal, hier ist noch ein Pünktchen. Ah, Nummer 4 ist das Ziel. Okay. Number 7. I'm relieved to see you back safe. Number 4. No status abnormalities? We're all good here. Number 10 and Number 8 are currently on a mission, but should be back soon. Revising query. Are there status abnormalities in Number 4's condition? No. I'm okay. Number 4 can still fight. However... Number 7, you're not at fault. If anything, it's my fault. Having such poor abilities in battle. Without disengaging the Farron's limiter, I couldn't fight prop... Number 4. What's wrong? What is it? Sparks, you don't think this is... His flame's leaking. I'm cold. Number 7? Where are... I can't see a thing. Sigiri, what just happened? Number 4 has given his life to the Pharaoh. Oi, you better explain yourself. The Pharaohs are powered by life's flames. The flame clocks that impel them are synchronized to those of their passengers. Wait, did you say flame clocks? Does that make the Pharaohs? Indeed. The design differs, but you could see them as functionally identical to Pharaonesis. In addition, Pharaoh flame clocks are fitted with the function to disengage the limiters. Disengage the limiters? Doing so allows the Pharaoh to burn through the flames that fuel it at an accelerated rate, maximizing the unit's power output. Once the limiter is disengaged, a first-term soldier can perform at a level comparable to a colony's commander. That incandescent power is the pith and marrow of the Pharaohs, of Colony Zero's might. But what is Colony Zero to begin with? Who are you? Who are its soldiers? You could say we are those who work behind the scenes of this war. Battlefield manipulation. Inciting sedition, information control, elimination of third-party forces. It's all due to our ceaseless, thankless efforts that this war can continue unabated, and each life's fate arrives as ordained. In other words, we maintain the fabric of the world. That is the duty which is our pleasure to fulfill. Nothing but empty words. That's the reason you put your men in those things. Well, mate, you just showed us your whole ass. I knew you didn't care about the lives of your soldiers after all. Preposterous! I treasure their lives above any other good. They are to me the most exalted substance. Their immaculate lives, sacrificed in service to the world, permeate it and form the basis of the eternity we Mobius covet! Stop it. Protecting my innocent lambs whose souls lubricate the gears of the world through a sublime sacrifice. That is the highest calling. Isn't it the loftiest vocation conceivable? Surely you must agree. Shut up already!
I must beg your pardon. Have I said something to incur your displeasure? Snuff all of that and snuff you! How dare you! How could someone like you think for a second you treasure Sagiri? You have no right! We'll bring you down right here and now. Sagiri and everyone will be free from the flame clocks. But what in the blazes has brought this on? I told you from the start, I had no intention of fighting you. Have you lost your mind? Well, it seems unavoidable now. It seems the negotiations have broken down. Truly regrettable, and yet perhaps inevitable. All Perrin units, heed my call. You are ordered to disengage your limiters. Number 7, your orders. Bring all your might to bear and crush the Ouroboros! Sagiri, listen! You don't... Compliance. Commencing Ouroboros annihilation. Sagiri. I know how you must feel, but for now, we have to fight, Senna. All units fall in and stand by. What's this? Consul, a report. What's the matter, Number 7? Large expenditure of life's flames is forecast if limiters are disengaged for combat. Proposal following analysis of all units' flame totals. Restrict limiter disengagement to Unit Number 7. I see. What? What's she doing? She's trying to get her mate out of fighting. Number 7, I recognize your unparalleled radiance. It brings you honor. Now behold, by my authority as consul, I order you, all Ferron units, disengage limiters. Snuffer, just when I thought he couldn't go lower. Oh, Number 7. Truly, you are a marvel. The cry wafting from your spirit, it will water this endless world and make it bloom eternal. First off, let's deal with these guys. Yeah, just wait, Sagiri. We'll get you out of this mess, I promise. Okay, also eigentlich ziemlich traurig, die ganzen Rahmenbedingungen, aber vor dem Hintergrund, dass sie das wahrscheinlich überleben wird, hat man vielleicht sollte ich auch nicht mit Nummer 7 anfangen, sondern mit irgendeinem namenlosen Perrin, der hier hinten irgendwo rumkrauchelt. Ey, ich sag mal so, ne? Wenn der das Leben seiner Untergebenen oder deren Lebensenergie als Substanz bezeichnet, dann sagt das schon eine Menge darüber aus, wie er auf seine Lämmer, wie er sie in einem späteren Satz noch bezeichnet hat, wie er auf sie schaut und was er in ihnen sieht. Und sehr unangenehmer Zeitgenosse, der aber gut mit Worten umgehen kann und das macht ihn vermutlich auch so gefährlich. Aber ich bin guter Dinge, wir konnten scheinbar für Nummer 4 leider nichts mehr machen. Aber bei Nummer 4... Ich fand, der hat voll menschlich gewirkt. Also der hat halt auch sehr emotional gesprochen, so als wäre der gar nicht mit Nummer 7 vergleichbar. Ey, sag mal, ich habe ja gesundheitlich schon ein bisschen zu strugglen, ne? Aber der zweite, der muss jetzt hier erstmal ins Gras beißen, ins nicht vorhandene. Genau, und jetzt haben wir nur noch Sagiri über, beziehungsweise Nummer 7. Ich finde es gut, dass sie hier übrigens als Nummer 7 bezeichnet wird. Und nicht namentlich angesprochen wird, weil in dem Moment, wo sie in den Ferien steigt, ist, finde ich, der Name Nummer 7, wenn man das als Name sehen will, irgendwie geeigneter. Also ich mag die Differenzierung zwischen Sagiri als Person außerhalb des Ferens und... Achso, warte mal, hier ist noch ein anderer. Ach, der grüne Neune. Okay, dann war das vielleicht gar nicht so klug. Warte, dann will ich erstmal den hier angreifen, bitte.
gehe mal davon aus, dass der auch ein bisschen schneller down geht. Ey, ich gehe jetzt mal in den Uroboros-Modus, weil ich habe hier sonst Angst, irgendwie in den letzten Sekunden abzunippeln. Geht das hier noch? Ja. So, Noah und Neo, genau. So, jetzt bitte einmal, wir sind zwar nicht auf Stufe 3, aber es sollte uns ein bisschen Zeit verschaffen und eventuell... Ja, genau, jetzt haben wir... Nee, es sind immer noch zwei... Hä? Immer noch zwei am Leben. Warte mal, ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie den vorletzten aus dem Weg geräumt. Jetzt aber, genau, 4 von 5, da steht's. Jetzt haben wir Klarheit. Und jetzt kann ich mich auf den konzentrieren, beziehungsweise auf sie. So traurig das auch ist. Angriffskette... Boah, weiß ich nicht. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, jetzt ist sie voll. Jetzt habe ich 2 Sekunden, um zu entscheiden. Jetzt bin ich tot! Das gibt's doch nicht! Ich schwöre euch, ich bin genau in dem Moment verreckt, wo ich Plus gedrückt habe. Und jetzt mache ich das. Weil wisst ihr warum? Dadurch, dass sie nur noch so einen ganz kleinen Futzel an Energie übrig hat. Habe ich gerade keinen Helden mit drin für den Kampf? Okay, das ist minimal irritierend. Dadurch, dass sie... Warte mal. Hier erstmal schwanken. Dadurch, dass sie noch so ein Futzel übrig hat, werde ich jetzt den EP-Multiplikator extrem nach oben treiben, weil ich jetzt hier direkt von der ersten Sekunde an quasi von der ersten Sekunde an mit dem EP-Bonus auch anfange. Und das war in der Vergangenheit nicht allzu oft der Fall. So, dann lasst uns mal gucken. Ich glaube, die 150 werde ich so oder so nicht erreichen. Deswegen kann ich Lance mit seinen 15 Pünktchen nehmen und mir die höheren Zahlen dann für die zweite Runde aufheben. Ich lasse das jetzt hier einmal drin. Ich weiß nicht, irgendwie gefühlt jede 20. Angriffskette kann man, denke ich, mal zeigen, auch wenn ich jetzt hier nicht mitzähle und keine Strichlisten oder so führe. Ich fand Monika übrigens sehr praktisch, muss ich sagen, in der kurzen Zeit, wo ich sie mit drin hatte. Mir war gar nicht klar, dass sie... Sie hat, glaube ich, pro Runde noch einen zusätzlichen Charakter mit ins Spiel gebracht. Und ich meine auch die TP der Leute nach oben geschraubt, was ich ganz cool fand. So, eventuell werde ich jetzt keine nächste Runde initiiert bekommen, aber das ist egal. Also den Kampf habe ich jetzt nur mitgenommen, um zumindest ein bisschen was hier rausholen zu können. Eventuell eine 200? Nee. Wenn der Bonus noch on top gekommen wäre, dann hätte ich die 200 jetzt hier geknackt, aber so... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier vielleicht ganz gute Experience-Anzahlen zustande kommen können. Deswegen, weiß ich nicht. Bauchgefühl sagt, Angriffskette war nicht die dümmste Entscheidung. So, nächste Runde sollte auf jeden Fall noch drin sein, dank den 81 Punkten von Noah. Und dann können wir vielleicht noch einen schönen Uroboros-Abschluss finden, das wäre cool. Schade, dass hier die 150 nicht erreicht worden sind, aber das ist okay. Ja, aber das Krasseste war, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, wo ich über 2 Millionen, 2,1, glaube ich, rausgeholt habe. Das war eine echt gute Runde geführt und ich glaube auch der bisherige Rekord für mich. So, warte mal. Oh, die 97, die ist natürlich schon ein bisschen Premium, ne? Warte mal, das wird jetzt vermutlich die letzte Runde sein. Deswegen würde ich jetzt hier ungern einen Fehler machen. So, sie kann dann nochmal... Flächenregeneration raushauen. Wobei, hätte ich hier irgendwas mit Angriff genommen, dann hätte ich den EP-Bonus noch weiter nach oben treiben können, aber ist jetzt auch egal. So, guck mal, wir haben jetzt hier nämlich wieder eine satte 200. Und dann gibt es noch ein bisschen Uroboros-Gebäsche. Und dann gucken wir mal, was mit dem EP-Bonus passiert. Der ist eigentlich der spannendste Faktor jetzt gerade. Wird er die 500 eventuell noch knacken? Habe ich meine Mahlzeit eigentlich noch aktiv? Ich weiß nicht, habe ich jetzt zuletzt gar nicht drauf geachtet. Nee, das sieht nicht nach einer 500 aus, oder? Nee, keine 500 und auch keine Million, aber egal. Lance! Yeah! Sagiri, please! Just snap out of it! You don't have to follow these orders! Sagiri! You're free to do what you want! Seki... free... to... Well now... What a curious phenomenon. Number 7, I'm changing your orders.
Kill that Ouroboros first. Top priority. Ugh. Comply. Don't do it, Sigiri! That's an order, number seven. Number seven, what are you... Ja, Mann. Huh? Number seven! Endlich hat auch dieser Spuk ein Ende. Ich will jetzt nur, dass sie überlebt und sich uns anschließt. Und dass vielleicht Nummer 4 auch wieder zurückkommt. Das wäre für ihre Psyche auf jeden Fall gut. With the Consul's death in the line of duty, Colony Zero's chain of command is broken. Number 7 currently has no duties to perform. And no orders to follow. That means you don't have to fight us anymore. However, it is a matter of record that Number 7 took hostile action against Ouroboros. Perhaps you wish to mete out an appropriate punishment. Sigiri, you did nothing wrong. Really, we should be thanking you. Thanking? Why would that be? I mean, before, you attacked the Consul instead of us, so you held back from fighting us, and thanks to that, we were able to take down the Consul. Anyway, that's enough about that. Now it's time to think to the future, right? I cannot comprehend. Huh? Why do you speak to Number 7 that way? Under what orders and from whom? Why did Number 7 disobey orders? Why did I not attack you as instructed? Requesting swift reply. Furthermore, requesting orders. Sigiri. Number 7 is confused. I do not know what actions to take. I know what it's like to feel lost, uncertain, not know where to turn. But even you must have some things you think you'd really like to do, right? Number 7 does not have thoughts matching that description. In that case, let's put our heads together. Let's think of things you might want to do. Is that an order? Nuh-uh. Nobody's giving you orders anymore. From now on, Sigiri, the only orders you should follow are your own. The situation described does not conform to the accepted definition of orders. It was just like a metaphor, or was it a simile? I really cannot comprehend. But although I cannot comprehend, Sigiri gives orders to Number 7. If the circumstances be interpreted this way, then, Sigiri, I may be able to comprehend. Oh, Sigiri. Is it odd? No, I don't think so. I'm sure it's exactly right. Since, after all, you're free now. So, Sigiri, what are your orders for Number 7?
top priority should be to investigate what it is that I want to do. More data must be gathered before this is ascertained. That sounds very like you, but I think you're making it too complicated. It doesn't have to be just one thing, and it can be anything, really. It can be anything? Yep, anything at all. In that case, yes, did you think of something? Right now, I think I'd like one of your onigiri, Senna. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. By the way, I wanted to ask about the Pharaon. I suppose there's no way to use them anymore. That statement is incorrect. Oh, really? Motive function can be restored by switching to alternative power source using ether cylinders. Power output will be inferior to the original flame clock system, and the limiter can't be removed, but shouldn't hinder combat. I will be able to fight on. Wow. That's great news. Do you think we can ask you to fight by our side again, then? Understood. Pharaon Unit Number 7 will gladly join Ouroboros Battle Unit. We'll be counting on you then, Sigiri. Mega, der Sound hat es schon angeteasert. Sie ist jetzt offiziell im Team. Das düstere Schicksal, das Kolonie 0 oder Zero umgab, wurde mit Sennas Hilfe überwunden. Nummer 7, alias Elias Sigiri, denkt über die Bedeutung von Freiheit nach. Das kann man auch nicht erzwingen, dass sie jetzt schon versteht, was ihre eigenen Bedürfnisse sind. Aber das wird mit der Zeit sicherlich kommen. Und ich freue mich auf die Folgemission mit ihr, muss ich sagen. Mehr als bei allen anderen eventuell aktuell. Und Senna wird, ja, das war klar, diejenige sein, die das übernimmt. Aber ich stelle mir diesen Kampftypus auch sehr interessant an Senna vor. Also ich glaube, das könnte eine interessante Kombination abgeben. Die Kolonie, die Zukunft von Kolonie 0. Maschinenassassine, Rolle Angreifer. Schwächt Feinde für mehr Schaden, breitet Schwächungen aus, um die Kampfkraft aller Gegner zu senken. Aha. First, let's talk about all the stuff you might want to do in the future. Affirmative. Ich finde, sie muss einfach mal ein paar Lagerfeuergespräche mit uns live miterleben, um zu verstehen, wie Leute so ticken, worüber sie so sprechen, was sie so umtreibt. Ich glaube, einfach so ein bisschen unter Leute mischen und einfach mal ein bisschen zuhören, beobachten, bewerten, aus sicherer oder naher Entfernung, je nachdem. Ich glaube, das wird ihr auf jeden Fall helfen, um nach und nach zu verstehen, was sie auch selber will. So, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Tausend Dank, jetzt sind wir wieder jederzeit einsatzbereit. Das ist gut. Was haben wir hier? Wow, sind die hübsch. Tausend Dank. Was auch immer ich hier da gerade übermittelt habe. Ist bestimmt alles ultra wertvoll, aber was tut man nicht alles für Harmonie? Ich wollte eure Hilfe nicht, also muss ich euch auch nicht danken. Was bist du denn für eine? Wer bist denn du? Du bist Nummer 9. Okay, Nummer 9 ist die unsympathische hier aus der Gruppe. Wir finden schon für jede Nummer irgendein Adjektiv, was zutreffend ist. Wow, 900 Punkte. Ey, Gott sei Dank hat für den Kampf mein Mahlzeiten-Effekt noch gegriffen. Guck mal, aber das ist voll knapp. Ist bald am Auslaufen. Und ja, ich sehe schon, man sieht hier oben rechts, sieht man, wie lange das noch anhält. Also fast 5 Minuten. Also ein bisschen Zeit haben wir damit noch. Ist trotzdem knapp gewesen. Ich bin überrascht, dass Nummer 7 euch hierher begleitet hat. So etwas passiert nicht jeden Tag. Haben wir uns schon kennengelernt? Nicht wirklich. Ich bin Nummer 10. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, aber das erste Mal, dass ich mich vorstelle. Also, schön, euch kennenzulernen. Danke gleichfalls. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich von jedem 10 Pünktchen. Cool. Wir müssen den Möbius nicht mehr gehorchen, aber unsere Vergangenheit gibt es noch. Wir benötigen daher einen sicheren Ort zum Untertauchen. Nummer 7 sollte das verstehen. Aber ist das hier nicht eventuell ein sicherer Ort für euch? Ich hatte schon so eine Ahnung, dass Nummer 4 am Ende seiner Kräfte sein könnte. Er hat immer und immer wieder seine Lebenskraft verwendet, um mich zu retten. Meine Schwäche hat ihn das Leben gekostet. Aber andersrum hättest du dich für ihn ja auch so aufgeopfert, denke ich mal. Also, ja, traurig alles.
In den Pharaon-Klingen ist ein Apparat zur Generierung von losem Äther. Er hat weitreichende Auswirkungen und schwächt sowohl die offensiven als auch defensiven Fertigkeiten des Gegners. Das Ziel, auf diese Weise erst zu korrodieren und dann völlig zu zerstören, das ist die grundlegende Strategie beim Pharaon-Kampf. Sehr spannende Technologie, der die sich hier bedienen. Jetzt arbeiten wir mit dem Feind zusammen, was für ein Witz. Aber wir sind doch gar nicht mehr... Nur damit wir uns verstehen, ich werde mich niemals für das entschuldigen, was ich getan habe. Wäre ich nicht Befehlen gefolgt, hätten wir nicht überlebt. Euretwegen mussten wir ums Überleben kämpfen. Okay. Ja, so kann man das auch sehen. Ich meine, das gilt es zu respektieren, aber es ist schwer zu ertragen, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich nur das Beste für die wollten. Und der Konsul... sorry, dass ich das so dreist formuliere und so direkt, aber einen feuchten Fick auf euch gibt, weil ihr ihm einfach überhaupt gar nichts bedeutet habt, ne? Und das muss man in der Deutlichkeit auch mal sagen. Und es ist sehr bedauerlich, dass sie das nicht erkennt. Aber gut, man kann es nicht jedem recht machen. So ist das manchmal. Dann gucken wir mal, was hier so über sie steht. Sigiri, ein Angreifer, der Feinde zunächst schwächt und dann geschickt mit seinen zwei Äxten fällt. Sehr cool. Wobei ich es auch cool gefunden hätte, wenn wir sie in ihrem natürlichen Ich hier zu sehen bekommen hätten, wie auf dem Bild. Andererseits würde das auch wenig Sinn ergeben, weil so kämpft sie halt, ne? Und so bezieht sie auch ihre Stärke. Ha, wie das hier im Hintergrundbild, wie lustig das aussieht. Ah, okay. So, warte mal. Ich will dann hier nochmal kurz schauen, wie ich jetzt hier weitermache. Wir haben jetzt in kürzester Zeit irgendwie zu viele Dings bekommen, zu viele neue Helden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Warte mal, irgendjemand hatte doch jetzt die Klasse von... Ja, genau, Miyabi. Sie ist noch in der Miyabi-Rolle und die soll sie auch erstmal weiter fortführen. Sie ist jetzt hier aktuell ausgewählt. Oh, ich weiß nicht. Also so in der Region, wo man die Helden bekommt, habe ich immer das Bedürfnis, sie beizubehalten. Auf der anderen Seite ergibt das wenig Sinn, weil du bekommst ja nie unmittelbar nach Erhalt eines Helden den zweiten Teil seiner Mission zu sehen. Deswegen gehe ich, glaube ich, wieder zu Miyabi zurück und arbeite eins nach dem anderen ab. Ich brauche halt dringend silberne Nopon-Münzen, damit könnte ich das ein bisschen beschleunigen, aber... Da habe ich gerade einen kleinen Mangel zu beklagen. So, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Laufweg vor uns, denn... Boah, alle Teleportmöglichkeiten sind einfach mal ultra weit entfernt. Aber ich kürze das mal ab und gehe nochmal die gleiche Strecke wie vorhin. So, guck mal, und hier kann ich jetzt anfangen, auch ein bisschen den rechten Rand weiter abzulaufen. Ich habe übrigens unmittelbar nach der Teleportation wieder... dieses Collecticon-Symbol da gehabt oder da ist es mir zumindest direkt aufgefallen. Keine Ahnung, woher das rührt, noch bevor ich hier irgendwas eingesammelt habe. Dellen-Düster-Brosche. Spannend. Auf euch ist echt Verlass. Ich rufe euch, wenn ich noch was brauche. Ich habe gerade gesehen, dass da oben rechts in der Sprechblase was anderes drin stand, als jetzt hier in dieser Endcard. Muss ich mal zukünftig drauf achten, wenn ich hier neue Sachen vervollständigt habe. So, wir haben auf jeden Fall durch den Zugewinn an Harmoniepunkten sicherlich jetzt wieder die ein oder andere Möglichkeit, Informationen einzuholen. Kommt man hier schon rauf? Ist das so gewollt, das über diesen Weg zu machen? Oh, das sieht so knapp aus. Jetzt könnte man, wenn man ein bisschen Glück hat und hier ein bisschen rumglitscht, da oben auch ankommen. Warte mal. Ja, guck mal, hier auf dieser Seite... Oh ne, jetzt sag nicht, es scheitert hier an der letzten... Nein, da hätte ich weiter gekonnt. Okay, warte mal. Das ist gar nicht mal so unkompliziert, aber es ist alles machbar und schaffbar. So, hier ist der Aufstieg dann nämlich geglückt. Das war ein Schubab, der mit ein bisschen Arbeit verbunden war, aber nur ein bisschen. Die meisten sind ja irgendwie immer frei zugänglich in irgendwelchen Arealen gewesen. Ich weiß nicht, die Inhalte, die fixen mich halt nicht so an. Wobei da bestimmt häufiger schon Sachen mit dabei waren, wo ich mich dann 20 Folgen später im Menü darüber gefreut habe, dass ich es habe, ohne rekonstruieren zu können, woher das eigentlich stammt. Die Antwort wird an der einen oder anderen Stelle bestimmt auch Schubab gelautet haben. Kommt man da jetzt hoch? Ist eigentlich auch egal, solange ich die Ränder hier gut aufgedeckt kriege.
So, wenn ich mich jetzt da runterfallen lasse, dann komme ich hier wieder schwer rauf. Wie kommt man denn da oben hin? Da oben ist auf jeden Fall auch das Fragezeichen. Und da ist vermutlich auch das rote Ausrufezeichen, wie ich vorhin schon vermutet hatte. Aber guck mal, dann haben wir jetzt hier wenigstens wieder ein bisschen für Klarheit gesorgt auf der Karte. Ich sammle unterwegs mal noch ein bisschen Zeug ein und dann könnte es eventuell passieren, dass man am roten Ausrufezeichen vorbei muss, um an das Fragezeichen ranzukommen. Was aber, glaube ich, auch unproblematisch ist, weil das liegt ja irgendwie auf halber Wegstrecke. Ich schätze mal, dass wir dort wieder ein neues Lager finden werden. Weil es jetzt hier, wie gesagt, keine richtigen Teleportationspunkte gab. Ich laufe da mal hin, bevor ich mich um den Rand kümmere. Mein erster Impuls war, auf den Rand zuzusteuern, aber wir machen es jetzt so. What's up? So, you've got M's memories. Uni, why are we whispering? Roll with it. I do, yeah. Why, though? So tell me stuff. Tell you what stuff? Stuff about the Queen and Mobius. Anything you got. But, like, what exactly? Like how the two are connected? Any secrets? Or where they are? Oi, no giving out exclusives. Lance? We want to know this stuff too, right? Well, I suppose. But still. Yeah, I trust Mimi. If it was important, I'm sure she'd tell us everything. And since she's not saying, there's a reason. Right? Mm. If it's about the Queen, you shouldn't hear it from me, but rather from Her Majesty herself, I think. The Queen's bound to know things that M didn't. Oh, so that's it then? You're just gonna pass the buck? Well, I suppose so. Feels a bit stingy, that's all. Hey, no grumbling. I'm in the same leavenness as you, okay? All right, I'll yield. Might as well save my appetite for the main course. Da ist aber jemand neugierig. Ich glaube auch, dass wir Mio dahingehend vertrauen können, dass sie sich schon zur richtigen Zeit an uns wenden wird mit Informationen. So, Testudo, du stresst gerade ein bisschen. Ich hatte da so eine wunderschöne Ecke ins Visier genommen. Boah, jetzt bringt er auch noch seine Freunde mit. Warte mal, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier irgendwie noch aus der Affäre ziehen kann. Ich versuch's einfach mal, indem ich mich jetzt hier am Rand entlang bewege. Oh, jetzt kriege ich die Hülle hier nicht. Menno. Boah, gar keinen Bock, jetzt vier von denen zu besiegen. Den einzelnen hätte ich jetzt gerne angenommen, aber... Mann, aber ich will die Hülle auch nicht liegen lassen. Na gut, komm. Reißen wir jetzt in den sauren Apfel. Und gucken, wie weit wir kommen. Ich finde es übrigens total cute, also jetzt bin ich eh tot. Ich finde es total cute, wie sie nicht sagen, dass sie im selben Boot sitzen, sondern im selben Leffnis sitzen. Das kann man auf jeden Fall... kann man auf jeden Fall ganz gut auf diese Welt hier übertragen. Jungs und Mädels, wir haben drei Heiler und wir kriegen es nicht gebacken, hier lebendig zu bleiben. Ja, weil die na, einfach ein bisschen zu stark sind, vermutlich. So, warte mal. Vielleicht sollte ich den Kampf auch einfach ein bisschen ernster nehmen. Das wäre schon mal ein Anfang. So, warte mal. Einer ist down. Ich werde vermutlich auch gleich als Notnagel die Synchronisation in Erwägung ziehen. Aber eventuell braucht es das auch nicht, da wir jetzt die Hälfte schon mal aus dem Weg geräumt haben. Ja, guck mal, die halten gar nicht so viel aus. Alles gut. Alles für die Hülle. Ich hoffe, die Hülle weiß es zu schätzen, dass wir für ihren Seelenfrieden und auch ein bisschen für unseren jetzt hier diesen ganzen Trouble auf uns nehmen. Und da purzelt er in die Tiefe. Habe ich trotzdem die EP bekommen? Bestimmt nicht. Ich wette, die hat man uns jetzt verweigert in dem Atemzug. Egal. Kaffee, Prost.
Ich wette, die Höhle hätte man gar nicht bespielen können, wenn... also ohne die Gegner hier zu killen. Oder ich hatte einfach nur Pech. Aber es ist auch okay. Wir können durchaus ein paar EP zusätzlich und Klaps und wie das nicht alles heißt, ganz gut gebrauchen. Ich könnte aber vor allen Dingen auch ein neues Lager gebrauchen, denn ich muss wieder kochen. Ich bin gerade unter meinem möglichen Potenzial unterwegs und das ist schade. So, ich nehme trotzdem die Bonus-EP. Ich weiß, ich jammere ständig wegen den Münzen. Also was heißt jammern? Ich stelle eigentlich nur fest, dass ich dafür den Bedarf habe. Ist ja nicht so, dass die Welt davon untergeht, aber die Bonus-EP sind mir trotzdem lieber. Ich bin immer wieder bei dem Gedanken, dass ich halt möglichst schnell möglichst viele Level generieren möchte, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich am Ende des Spiels eventuell schon stark genug bin, ohne groß grinden zu müssen, um vielleicht optionale Superbosse legen zu können. Aber macht euch da nicht allzu viel Hoffnung. Also wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Versuch wert, dann mache ich das und hau da gerne Bonusparts auch zu raus. Aber ich werde mich da jetzt nicht irgendwie stundenlang offscreen ransetzen, um meine Leute stärker zu machen oder so. Da fehlt mir meistens die Motivation zu. Das mache ich eventuell bei Spielen, wo das Grinden selber irgendwie ultra viel Bock macht. Das sind aber die wenigsten, also bei mir persönlich zumindest. Oder wenn nicht mehr allzu viel fehlt, sage ich mal. Also eine Stunde setze ich mich dann schon mal hin, wenn das ausreicht, um dann den ganzen Rest zu schaffen. Oder wenn Trophäen halt ins Spiel kommen. Oder wenn das halt ein Kampf ist, der prinzipiell Bock macht, auch wenn das auch eher selten passiert. Dass man ständig immer wieder stirbt und ich trotzdem sage, yay, nochmal, nochmal, nochmal. So ist auch eher die Ausnahme. So, oh, wie schön der Himmel auch einfach aussieht. Wie unfassbar schön dieser Ort ist. Das ist ein Traum. Und ich hoffe, der Traum geht noch ein bisschen weiter. Nicht, dass wir bald jetzt schon aufs Ende zusteuern. Da ist mein heiß ersehntes Lager. Und ich glaube, da sind unsere alten Streithahn-Freunde auch wieder, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Alte Bekannte? Mhm. Dorin hat schlechte Augen, ist blind wie Blindschleiche. Wie bitte? Jetzt geht's aber los. Wenn Dorin Augen im Kopf hätte, dann hätte Dorin auch überriesigliches Monster gesehen. Ja, wenn es existieren würde, hätte ich es gesehen. Ist es mal wieder soweit? Gut auf den Punkt gebracht. Oh Gott, wie schmutzig meine Leute sind. Leute, müssen uns unbedingt alle mal säubern. Gegenseitig. Was redet ihr da von einem riesigen Monster? Bam Bam hat genau gesehen, war oberübergigantisches Monsterviech. Für einen Winzling wie dich sieht halt alles oberübergigantisch aus. Ey, keine Nopon-Disse hier bitte. Quatsch mit Soße, außerdem ist Bam Bam überhaupt nicht Winzling. Bitte, Freunde müssen beweisen, dass Bam Bam keinen Lodermist erzählt. Du willst, dass wir dein Riesenmonster für dich finden? Wo hast du es denn gesehen? Bam Bam hat auf Piola Weg gesehen. Bam Bam war gerade beim Rumbummeln und hat dann zufällig erglotzt. Erglotzt, dieses Wort. Alles klar, wenn es tatsächlich so ein Monster gibt, können wir das wohl ohnehin nicht ignorieren. Also gehen wir. Freunde sind Lieblingsfreunde von Bam Bam. Moment mal, ich dachte, ich wäre dein Lieblingsfreund. Diese Monsterjagd ist doch pure Zeitverschwendung. Das sieht dein Freund Bam Bam wohl ein bisschen anders, das unbekannte Monster. Oh Gott, was hat das wohl für ein Level? Ich habe ein bisschen Bedenken. Warte mal, ich guck mal eben kurz. Das ist ja meine ganz gute Orientierungshilfe. 53, okay, das sollte im Rahmen sein. Dorin macht sich über Bam Bam lustig, der sich sicher ist, ein großes Monster gesehen zu haben. Arbeite mit ihnen zusammen, um die Wahrheit aufzudecken. Jawohl, haben wir auf jeden Fall einen Plan fürs nächste Mal, weil heute werde ich das Monster nicht mehr besuchen gehen. Denn wir haben noch andere Dinge zu erledigen. Dazu gehört zuallererst, dass wir uns säubern. Ich habe das Gefühl, je länger dieses Let's Play andauert, desto mehr fällt mir das auf und desto eher achte ich da auch drauf. So, hier gibt es keine neuen Möglichkeiten, aber kochen sollten wir definitiv nochmal. Und zwar... Oh, ich habe wieder 10 Münzen. Wann habe ich denn wieder Silbermünzen bekommen? Keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall 2 davon benutzen, um das nächste Gericht zuzubereiten. Und dann sind wir
gut gewappnet für die nächste Folge und werden uns zu Beginn auf Monsterjagd begeben. Und mal gucken, was dran ist an der Vermutung von ihm, dass sich da irgendwas rumtreibt. Ich kann jetzt hier zum Ende hin nochmal kurz das Thema Synchronisation in Angriff nehmen. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer, als das an den Anfang einer Folge zu packen. Weil guck mal, wir haben jetzt hier wieder ein paar Pünktchen angesammelt und zumindest ein Upgrade pro Charakter sollte drin sein. Hier passt das sogar oder reicht das sogar für zwei. Hier kann man auch noch was tun. Das ist gut. Das geht sogar auch noch ein zweites Mal. Also zwei pro Charakter wäre schon eine ganz gute Quote. Das sieht hier irgendwie schon ganz schön voll aus. Täuscht das? Nee. Oder ja, das täuscht, denn es ist noch nicht voll. Hier eine 230, das reicht leider nicht ganz. 170, fast übersehen. Ich bin immer noch der Meinung, dass das hier nicht so eindeutig ist auf den ersten Blick, was hier aktuell noch freigeschaltet werden kann und was nicht. Hier fehlt auf jeden Fall noch was. Ich meine, wenn man ganz genau hinguckt, dann erkennt man das auch. Aber man ist ja hier nicht so oft drin, sage ich mal. Die ganz Ausgegrauten, die sieht man aber hier eigentlich ganz, ganz ordentlich. So, Auge war immer gut bei Status-Upgrade. Und guck mal, solange wir alle irgendwie zweistellig kriegen, war das, glaube ich, schon lohnenswert. Und das hier sieht auch vollständig aus. Nee, ist es aber auch hier nicht. Da hier noch was fehlt. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, hier ist auch noch nicht. Und da drunter auch nicht. Ach, hier, die beiden fehlen noch. Okay, muss dann wohl noch ein bisschen warten. Wobei, schau mal hier. Da können wir doch noch was machen. Ja, ich glaube, dieser Besuch hier im Synchronisationsmenü hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da rechts hat man eine gute Übersicht. Aber guck mal, es fehlt ja doch noch einiges. Und ich habe gerade, guck mal, ich öffne hier gerade nach und nach Seelenbande. Ja, schön, dass ich das auch mal feststelle. Außer hier. Warum bei Senna nicht, hä? Aber bei ihm auch nicht. Bei Noah und Senna fehlt das noch. Worin liegt das denn begründet? Hat das irgendwie einen tieferen Sinn? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall offscreen jetzt jeweils diese zweiten Slots hier irgendwie schließen und das vielleicht kurz zu Beginn der nächsten Folge zeigen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das kaum wen interessiert, aber der Vollständigkeit halber kann man das mal machen. Gut, ihr Lieben, dann liegt die Marschroute fürs nächste Mal klar vor unseren Augen. Das nächste Ziel ist nicht allzu weit weg und dann geht es auch weiter in Richtung Norden, wenn das überhaupt der Norden ist. Von hier aus auf jeden Fall schon. Und ja, habe ich Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Einschalten heute und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.